Dass das Zwickauer Rathaus wandlungsfähig ist und für die verschiedensten Events genutzt werden kann, hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Aber einen Fußballplatz gab es an dieser Stelle bisher noch nicht. Heute wurden die zahlreich erschienenen Pressevertreter damit überrascht. Kurzerhand hatte man einen Teil des Zwickauer Rathausfoyers in ein kleines Spielfeld verwandelt. Auf der Bank am Spielfeldrand nahmen zunächst Zwickaus Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis, Volker Schneider, Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung, Tobias Lege, Vorstandssprecher des FSV Zwickau, sowie Thorsten Ziegner, Cheftrainer des FSV Zwickau, Platz. Präsentiert wurde eine gemeinsame Aktion, mit der zum Jahresende 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 unsere Drittligamannschaft auf eine ganz besondere Art für das Stadtjubiläum 900 Jahre Zwickau wirbt. Ja, wir sind ja auch Hauptsponsor bei den 900 Jahre Stadt Zwickau und da war einfach die Idee, was können wir tun, um die beiden Dinge zusammenzubringen. Und es sieht so aus, dass wir zu dem Heimspiel gegen Chemnitzer FC, das dann Mitte Dezember stattfinden wird, auf unser Recht, das Logo auf dem Trikot zu haben, verzichten und dafür das Emblem der Stadt Zwickau, 900 Jahre Stadt Zwickau, auf dem Trikot zu sehen sein wird. Wir denken, dass es ein gutes Spiel ist, weil viele Zuschauer da sein werden, auch viele Zuschauer von außerhalb. Und ich glaube, dass das sehr gut geeignet ist, auch dieses Signal 900 Jahre Stadt Zwickau weit in die Öffentlichkeit hinauszutragen. Was genau der Inhalt der Aktion ist, erfuhren wir vom Vorstandssprecher des FSV Zwickau. Also wir haben hier unsere Kooperation mit der ZTV, der Stadt Zwickau und dem FSV noch mal weiter aufleben lassen und deren besonderen Push gegeben im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Stadt Zwickau. Das ist ein lizenziertes Trikot, was auf 900 Auflagen lizenziert ist. Beginnend wird es verkauft ab dem 13.11. in unserem Fanshop. Ist auch online zu bestellen, über die ZTV unter anderem. Kostet knapp 60 Euro. Und wir freuen uns, dass wir damit einen weiteren Beitrag dazu leisten können, die Verbindung Werbepartner Stadt Zwickau, FSV Zwickau nach außen zu tragen. Nicht nur unser Slogan, den wir sonst auf dem Bus stehen haben, meine Stadt, mein Verein, meine Liebe, sondern dass wir auch über diese Aktion nach außen tragen. Wir sind Werbepartner der Stadt und wollen mit der Stadt eine Einheit bilden. Dann wurde die Katze aus dem Sack gelassen und Zwickaus Oberbürgermeisterin durfte als erste in solch ein Trikot schlüpfen, in welchem beim Heimspiel gegen den Chemnitzer FC die Mannen um Thorsten Ziegner auflaufen werden. Sichtlich erfreut zeigte sich natürlich auch der Cheftrainer selbst. Schön, ich freue mich einfach. Ja, das dokumentiert einfach einmal mehr, dass sowohl unser Hauptsponsor mit der ZTV als auch die Stadt Zwickau als auch der FSV Zwickau, dass wir eine Gemeinschaft sind, ja, dass wir alle an einem Strang ziehen wollen, dass wir gemeinsam Erfolg in dieser Stadt haben wollen. Und dementsprechend ist diese Aktion absolut passend. Eine tolle Aktion, wie auch die Oberbürgermeisterin findet. Nächstes Jahr begehen wir die 900-Jahr-Feier. Sie sehen also, Fußball ist ein wichtiger Bestandteil unserer Geschichte auch. Und der Verein, der jetzt in der höchsten Klasse spielt, ist der FSV. Die Stadt Zwickau ist über die 115 Jahre, so will ich mal bezeichnen, schon immer ein guter Zeugwart gewesen, indem wir die Bedingungen bereithalten, damit Fußball gespielt werden kann, Fußball jetzt auch in der dritten Liga gespielt werden kann. Ich wünsche uns